Tja, dann würde ich mal sagen, willkommen, willkommen, willkommen. Ich bin gespannt, was hier auf mich zukommt, ey. Erstmal mache ich meine Boxen aus. So. Anzeige Breitbild, Steuerung. Weiß nicht. Zwischen modernen und dem ursprünglichen Steuerungsschema. Weiß ich nicht, ich nehme das moderne. Und die Ziele bleiben ein. Zack. Wie sollte ein gutes Spiel sein? Wie Bergsteigen erfüllend, aber eine Menge Arbeit. Wie Wandern, das Ziel kann dann ohne Strapazen erreicht werden. Ach, der Schwierigkeitsgrad. Wie ein Spaziergang, man kann entspannt den Tag genießen. Ich würde sagen, wir machen zwei. Wie Wandern, das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden, oder? Genehmigt. Mein Charakter, Chris Redfield. Jill Valentine. Achso, einen von beiden? Ich bin der Dude. Inhalt wird gespeichert. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brent. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. There are only three Stars members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris, take care. Yeah.
Tja. Ich darf mich bewegen. Dieses Spiel geht eigentlich im Endeffekt darum, dass in Raccoon City eine Seuche ausgebrochen ist. Und wir untersuchen das gerade. In dem Fall suchen wir gerade unsere Peoples, unsere Kollegen. Ich bin etwas leiser. Warte. Oh Gott. Warte. Geht das so? Perfekt. Was genau passiert? Ich habe noch kein Resident Evil Tag gespielt. Ich habe mal damals, wo ich noch ein bisschen jünger war, was davon gesehen, aber gespielt nichts. Ich habe nur ganze Filme gesehen bisher. Wie weit das Spiel mit dem Film zusammenhängt, habe ich gar keinen Plan. Also ich weiß selber nicht, worauf ich mich hier einlasse. Ich weiß nur, es kann lustig werden. Okay. Warte, erstmal hier gucken, wie ich mich hier bewege, ey. Okay, das kann ich also schlagen. Hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir auch nicht weiter. Erstmal schauen, wo was jetzt hier passiert. Ich weiß es noch nicht. Der Arschmecher glänzt so. Ich gehe ihn da ran. Laufen, drehen, Waffen behalten, prüfen mit F, Ziel wechseln. Karte Status. Lelef. Dankeschön. Vielen lieben Dank dir. Und dann jetzt seit einem Jahr dabei. Dicke Sache. Dankeschön, Dankeschön. Ah, ein Ingram für Typewriter. Ein Farbband. Okay, mit F. Das ist schon mal interessant. Finde ich aber gut, dass Sachen, die interessant sein könnten, leuchten. Ein Symbol. Objekt untersuchen. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt, der gefolgt vom Befehl untersuchen. Die Details des Objekts werden angezeigt. Wie öffne ich denn mein... Ah, mit N. Und das hier was? Ah, prüfen. Größer geht nicht. Kleiner geht auch nicht. Er kann es so bewegen. Ah, okay. Kannst du es mal wieder richtig drehen, bitte? Mann. Hallo. So. Also, du schon 26 Monate, Lilith. Dankeschön. Uff. Damit mich die blöde Werbung nicht nervt. Dankeschön, Dankeschön. So. Die Ausnahmen sind aufgrund der wiederholten Einpassungen ganz abgenutzt. Aber das war's jetzt. Oder kann ich Türen auch öffnen mit F? Oh, rausgeklickt, ups. Okay, da ist wohl nix. Brauche ich die Maus überhaupt? Ist die Frage. Ja, klar, doch, hierfür. Wenn ich jetzt durch jede Tür durchgehe, dann soll eine Animation kommen, ne? Müssen wir echt sehen, wie oft. That gunfire. I'm counting on you to investigate, Chris. You got it, Wesker. Warum muss ich jetzt zurückgehen? Eine alte Schreibmaschine. Wir können den Fortschritt speichern. Hat man verwenden? Ja.
Okay, also man kann nicht unendlich oft speichern, wenn man das Farbband nehmen muss. Ist das richtig? Jetzt habe ich noch zwei. Also man kann nicht unendlich oft speichern. Das kann ja was werden. Ist ja noch mehr? Eine Einbruch zum Zweck, wo vorhin ein Symbol war. Ah, jetzt kommt die Tür. Ich musste sie wohl richtig angucken. Sie ist von der anderen verschlossen. Okay. Aufgeschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Wo kann ich jetzt verwenden? Das brauchen sie jetzt nicht. Ist Ingame-Sprache nur in Englisch? Also die Sprache, wenn sie reden, ja, aber sind Audio-Titel dabei. Wie kann ich denn... Kann ich es irgendwie usen? Kombinieren? Oder wie ausrüsten? Oh, warte hier. Warte, warte. Ging doch eben. Jetzt warte. Sag mal gerade, kann man in den Chat auch einstellen, dass nur ab alter Exit schon in den Chat darf? Nee. Man kann nur einstellen, dass es eine Benachrichtigung gibt, dass es halt ab 18 ist. Hier ist ein Aufzug. Von diesem Stockwerk aus können sie ihn anscheinend nicht betreten. Aber mehr kann man noch nicht einstellen. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol eingraviert. Warte mal, hier ist doch ein... Brauchen sie es nicht. Warte mal, noch mal kurz angucken hier, was ist hier drauf von Symbol? Prüfen. Ein Schildsymbol, ne? Aber kann ich irgendwie das hier, warte mal, kombinieren? Ne, geht nicht. Beantwortung liegt bei was das betrifft bei den Personen selbst. Ja, richtig. Ich kann an sich nichts mehr ändern jetzt. Aber ich würde gerne hier reingehen. Weil ich bin jetzt hier, ne? Ne, hier, von hier komme ich. Hier war ich, dann bin ich jetzt hier hingegangen. Hier bin ich. Vollständig verbleibend. Aber ich muss das doch irgendwie. Das können, dies können sie nicht kombinieren. Okay. Akten. Die Angaben hier beziehen sich auf die Standardsteuerung. N. Waffenausrüsten. Da steht nichts zu. Rote Tür verschlossen, weiße Tür unverschlossen, blaue Tür, die bereits gegangen sind. Hinaufklettern. Okay, da steht noch nichts bei. Noch irgendwas übersehen oder so? Also wenn ihr was seht, könnt ihr mir so gerne sagen, also wenn ihr welche Ideen oder so habt. Da ist ein Bild. Ein Bild von Tourette im Kampf. Bis dreimal 18 Jahre jung. Ja gut, dann geht's doch.
Brustschwert ist der Brust ein Ritter. Das lange Schwert hat den Kopf an und durchbohrt. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Am Meer ist hier an sich jetzt erstmal nicht, ne? Eine alte Vase, kann ich mich auch angucken. Ein großer Schmutz, der große Krug. Also die ist aber auch gerade echt anstrengend. Aber ist das bei jedem Spiel so? Ja, da machen sich ein Haufen Leute irgendwelche Fake-Accounts, ne? Guckt die dann auch nicht mehr. Ist verschlossen von der anderen Seite, okay. Das hier war jetzt die mit dem Schild, ne? Ein Rüstungssymbol ist ein Schloss eingraviert. Dann lass mich doch. Warte mal, Controller. Hier wechseln, prüfen, nachladen, Karte, Status. Kann ich das nicht irgendwie ausrüsten? Symbol. Verwenden. Wäre halt voll nice, wenn ich das irgendwie ausrüsten könnte. Was ist hier? Hier noch irgendwas? Ne. Ja, dieses Hin und Her von der Kamera, das ist halt wirklich anstrengend, das ist richtig. Und hier ist Schwertsymbol. Ist der Anfang schon. Und den Wurzel rausgelassen hat, damit man sich einen erstellen kann. Ja. Ja, schön, dass wir schon am Anfang jetzt strugglen hier. Guten Appetit, guten Morgen. Hallo, dreh dich um. Au. Hallo. Was ist denn jetzt? Kann man nicht blocken. Bericht, bevor ich ein paar Mal mehr gebissen werde. Mit dem Messer klappt irgendwie nicht so ganz. Ja, ich glaube auch besser. Ah. Hat er gut funktioniert. Wesker? Jill? Where did they go?
eine Star Special Team Pistole mit 15 Schuss. Wie wechseln wir mal die Waffe? Ziel wechseln, Prüfladen, nachladen. Da muss ich sie mir erstmal jetzt erstmal quasi ausrüsten. Okay. Das kann ja was werden. Aber den Steuern bin ich echt überlegen, ob ich nicht gedacht auf den Controller wechseln, ne? Da leuchtet was bei der Frau am Brunnen. Na, warte mal, ich hör mal Controller an. Das wäre echt einfacher dann. So. Müssen wir nachgucken, was. Waffe bereithalten, Ziel wechseln, Angriff, Karte, Status nachladen, laufen, prüfen, bewegen. Oh. Okay. Was kommt denn? Digga, piekt dich. Das Ding ist, das ist noch nicht mal irgendwie unwahrscheinlich. Oh, das ist so viel, viel smoother mit dem Dings. Kann ich hier rein? Schlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingeweiht. Schwertsymbol? Nee, das wollte ich nicht. Tom, leuchtet das drin? Patrice und Fotos hängen an der Wand. Sie sehen alle sehen aus, als würden sie gleich zum Leben erwachen. Ja, hurra. Leben kritisch 10 Minuten nach Spielbeginn. ja, klar. Cool, Kalle. Ich muss ja auch spannend machen, ne? Ein düsteres Gemälde des Hauses. Dolch. Nehme ich. Bei Verteidigungsobjekten wie einem dem Dolch können sie vorübergehend ausweichen, wenn der Gegner sie packt. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt. Um Verteidigungsobjekte auszurüsten, gehen sie zum Statusbildschirm und wählen Sie ein Objekt im Menü Verteidigungsobjekte. Wählen Sie dann den Befehl Ausrüsten. Ist das Verteidigungsobjekt in den Kontrolleinstellungen auf manuell gestellt, so müssen Sie zum Verwenden des Verteidigungsobjekts LB drücken. LB ist. Ist das jetzt die obere oder die untere? Kannst du das nicht zur Statue schieben? Möglich? Klingt nach einer Idee. Oben ist LB, okay. Hilfe? Wesker? Jill? Warte bitte. Warum stirbt er denn nicht? Wozu spielt sich denn? Ich bin tot, Leute. Errungenschaft, sie sind tot. Das erste Mal. Ja, das wollte das Achievement haben. Klicke ich jetzt mal dann komplett raus? Oh. Ich glaube, ich habe Zeit. Oh. Ja, ich habe 15 Minuten gebraucht, um zu sterben. Erstmal ohne Witz, das muss ich den ganzen bisschen nochmal machen. Schwierige Angelegenheit. Kann ich irgendwie skippen? Danke. Eieieiei. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Man kann das Spiel auch. Also es gibt Achievement, wenn du das durchspielst, ohne zu speichern.
Und ich bin froh, dass ich jetzt schon gespeichert habe. Dass ich wenigstens da gelandet bin. Das kann lustig werden. Gute Idee gewesen, der Liv. Das ist eine Karte vom Villa Erdgeschoss. Ah, nice. Cool. Also. Das kann auch spannend werden. Ah, die Tür wird dicht, ne? Genau. Jetzt gehen wir hier durch. Holen uns mal eben das Ding hier. Dolch mitnehmen. Gehen wir Besuch. Er ist tot. Oh, nein, ist er nicht. Das ist ein Knallmometer. Ja, ich habe sie ja benutzt gehabt beim letzten Mal, aber irgendwie ist er nicht gestorben. Und ist nicht gestorben, lebt er noch heute. Ich bin verschlossen. Ein Helm-Symbol. Oh Gott, ihr wollt mir noch flachsen, oder? Erstmal in den Keller gehen. Warte mal. Da möchte ich nicht reingehen. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag? Das möchte ich, glaube ich, gar nicht wissen. Hat sich erledigt. Oh, jetzt bin ich. Hier. Gut, dann gehen wir hoch. Und was mache ich ehrlich? Ein Grab mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Also irgendwie kann er besser werden. Hier war ich gerade eben. Hier komme ich wieder zurück. Hier lang. Sie ist von der anderen Seite aus beschlossen. Ein zerbröckelter Grabstein. Er trägt weder Namen noch Inschrift. Was ja eine Sache ist. Es kann nur gut werden, wenn jede einzelne Tür verschlossen ist. Okay. Da geht also auch erstmal nichts weiter. Ich gebe es mal hier rein. Ein Schwertsymbol. Schade. Ein Rüstungssymbol. Okay. Aber wollen wir mal Rüstung? Ist hier vielleicht Rüstung? Nein. Schade. Gott. Bin ich selber. Ich hab was gehört. Welches Symbol? Kackens? Da gehen wir gleich rein. Erstmal weiter umgucken. Oh, wollen wir hier weich? Hier war ich schon, ne? Stimmt, hier bin ich einmal rumgegangen jetzt. Dann gehen wir da rein. Die Tür geht. Ja, die Frage, die ich mir stelle. Ein Schwertsymbol, keine Rüstung. Ja. Die Frage, die.
ich mir gerade stelle, ist halt, kann ich die eigentlich besiegen? Schlossen. Schlossen. Ein Schwertsymbol. Ein blauer Edelstein. Auf damit. Der Titel der Kampf gegen das Böse. Kann ich bisher schon den ersten Rätsel. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kann ich die besiegen? Warte. Oh, ich hab die. Warte, drück. Schieben. Kann ich auch nicht runterspringen? Natürlich nicht. Ich hab's jetzt halt immer zusammenschreiben, ne? Achso, ja, kannst du machen. Alles gut. Also, ich bin halt kein Rätselking, ne? Schön, was zusammenschreiben. Aber ich will da nicht wieder rein. Obwohl, nee, das andere Vieh nicht. Das ist ja oben und unten, das ist ja eins, ne? Da hinter der Tür. Hat er gar nicht geändert, ne? Warte mal. Warte. Geh weg. Output, ja. Was ist hier nicht kaputt? Jetzt ist die Statue. Ah, warte mal. Ein blauer Edelstein. Gut. Jetzt habe ich einen Edelstein. Hilft mir, glaube ich, nicht weiter, ne? Wisst ihr was? Ich kündige. Komm, wir gehen.